Es gibt eine neue Entwicklung im aktuellen Streit zwischen Tobias Huch und Fabio De Masi. Die Ruhrbarone haben einen Artikel veröffentlicht, in dem sie Tobias Huch auf die dümmstmögliche Art und Weise verteidigen. Doch fangen wir mal am Anfang an. Tobias Huch hatte im Januar diesen Jahres einen Artikel in der Jüdischen Allgemeinen veröffentlicht, der wie folgt aussah. Die Überschrift stammt laut Huchs Aussage nicht von ihm selbst, sondern von der Jüdischen Allgemeinen. Doch lesen wir mal in die ursprüngliche Version des ersten Absatzes dieses Artikels rein. In der öffentlichen Wahrnehmung wird tunlichst unterschieden zwischen Zivilisten in Gaza und der Terrororganisation Hamas. Letztere wird als der Urheber fanatischen Hasses, als Alleinschuldiger an den barbarischen Angriffen auf den Landräuber Israel präsentiert. Während es sich bei den Menschen in Gaza um friedfertige Einwohner handele, die für die Verbrechen der Terroristen zu Unrecht büßen müssen und Israels Bomben ebenso ohnmächtig ausgeliefert seien wie der Willkür ihrer Hamas-Herrscher. Dabei handelt es sich um ein Schwarz-Weiß-Denken, wie es falscher kaum sein könnte. Diese Zeilen schrieb Tobias Huch wohlgemerkt, nachdem schon mehr als 20.000 Menschen in Gaza gestorben sind, mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder. Und das wurde dann logischerweise von vielen Leuten auf Links-Twitter, auch von Fabio De Masi, kritisiert. Tobias Huch reagierte darauf weniger souverän, so teilte er unter anderem auch diesen Artikel der Ruhrbarone, den ich euch jetzt präsentieren möchte. BSW-Spitzenpolitiker Fabio De Masi beteiligt sich an Hetzkampagne gegen Tobias Huch. Na, da bin ich schon mal gespannt, wie der Artikel weitergeht. Fabio De Masi gehörte zu den wenigen Politikern der Linkspartei, denen es gelang, sich über alle Parteigrenzen hinweg Anerkennung zu erarbeiten. Dies lag vor allem an seiner Arbeit im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Zur Bundestagswahl 2021 trat er nicht mehr für die Linke an. Im Januar diesen Jahres wurde er Mitglied des Bündnisses Sahra Wagenknecht, für das er im Juni ins Europaparlament gewählt wurde. De Masi galt lange als erfahrener Finanzpolitiker und nicht als stumpfer Agitator. Dieses Bild hat nun Risse bekommen. Ja, weil er Tobias Huch kritisiert hat, beziehungsweise weil er in der Israel-Frage eine andere Position vertreten hat als die Ruhrbarone, die eine, wie drückt man das rechtssicher aus, meiner Ansicht nach antideutsche Linie diesbezüglich fahren. Aber ja, das wird in dem Artikel vielleicht noch durchscheinen. Der BSW-Politiker teilte gestern auf X einen Tweet, der Teil einer Hetzkampagne gegen den Journalisten Tobias Huch ist, der in den vergangenen Jahren auch auf diesem Blog mehrere Beiträge veröffentlicht hat. Ja, neoliberale Transatlantiker und Antideutsche, das passt zusammen. Dieser Tweet, der angeblich eine Hetzkampagne gegen Tobias Huch darstellen soll, ist einfach nur eine Frage von Patrick Kaczmarczyk, wo er Tobias Huch gefragt hat: Ist das Ihr Bruder? Und dann einfach den Screenshot von der ursprünglichen Version des Artikels, die Zivilisten in Gaza sind nicht unschuldig, weiterverbreitet hat. Also ja, eine offensichtlich sehr zahme Kritik an Tobias Huch nach dem Motto, hey, schauen Sie mal, was Sie damals geschrieben haben, beziehungsweise die Überschrift, muss man korrekterweise dazu sagen, die stammt ja laut Huchs Aussage von der Jüdischen Allgemeinen, nicht von ihm selbst. Es gibt nichtsdestoweniger Screenshots, wo er diesen Artikel geteilt hat, ohne. Also, als er noch die alte Überschrift hatte. Also, es scheint zumindest meiner Ansicht nach so, dass Tobias Huch mit dieser alten Überschrift anscheinend kein Problem hatte. Aber okay, er hat sie laut seiner eigenen Aussage nicht selbst verfasst, aber der erste Absatz des Artikels, den ich euch vorhin vorgelesen hatte, der reicht ja schon völlig aus, um Tobias Huch zu kritisieren. Ich meine, die Aussage, dass Zivilisten in Gaza, seitdem mehr als 20.000 Menschen im Gazakrieg gestorben sind, die Mehrheit dieser Menschen Zivilisten, dass die erstmal unschuldig an Kriegsverbrechen sind, die ihnen widerfahren, das sollte doch eigentlich Konsens sein. Tobias Huch hat diese Aussage, dass Zivilisten unschuldig seien, als Schwarz-Weiß-Denken bezeichnet, wie es falscher nicht sein könnte. Also da sollte er sich meiner Meinung nach schon Kritik gefallen lassen müssen. Naja, weiter im Text bei den Ruhrbaronen. Der in dem Tweet veröffentlichte Titel ist alt, kam nicht von Huch und die jüdische Allgemeine hat das längst öffentlich gemacht. In der ersten Version des Textes lautete die Überschrift: Die Zivilisten in Gaza sind nicht unschuldig. Der Titel stammte nicht vom Autor des Kommentars. Da diese Überschrift missverstanden werden konnte, haben wir sie geändert. Ja, es geht ja nicht nur um die Überschrift. Also mal abgesehen davon, dass es wie gesagt Screenshots gibt, die meiner Ansicht nach belegen, dass Tobias Huch mit dieser Überschrift wahrscheinlich kein Problem gehabt haben wird und dass er im ersten Absatz des Artikels Sachen sagt, die schon ziemlich in diese Richtung gehen.
Ja, das ist doch eigentlich eindeutig. Da braucht man doch nicht noch die Überschrift zu. All das konnte de Masi in den Reaktionen auf seinen Tweet lesen. Gelöscht hat er ihn trotzdem nicht. Das ist aber schlimm. Also da kritisieren irgendwelche, ja, FDPler Fabio de Masi und er löscht so einen Tweet nicht, indem er etwas vollkommen Unproblematisches gesagt hat. Das kann an Tobias Hoch liegen. Hoch ist ein liberaler Journalist, Gründer der liberalen Flüchtlingshilfe, engagiert sich für Kurdistan, kämpft gegen Antisemitismus und ist Unterstützer der Ukraine. Er ist der Gegenbeweis der Legende, dass nur Linke sich für Kurdistan und Flüchtlinge einsetzen. Als Unterstützer der Ukraine steht er gegen alles, was die Politik der Putin-Partei BSW betrifft. Warum also nicht nach dem Motto Flood the Zone with Shit handeln, das der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon geprägt hat, und alternative Wahrheiten verbreiten? Ach ja, die Pro-Putin-Partei BSW verbreitet alternative Wahrheiten dadurch, dass sie einfach Artikel kritisiert, die Tobias Huch zweifelsohne geschrieben hat, wie ich euch vorhin gezeigt hatte. Der erste Absatz, der stammt von Tobias Huch. Und auch mit der ursprünglichen Überschrift scheint Tobias Huch kein Problem gehabt zu haben. So kommentiert er unter einem Tweet der Jüdischen Allgemeinen, in dem der Artikel mit der alten Überschrift empfohlen wurde, am 20. Januar 2024, und er teilte den Artikel selbst am 18. Januar 2024. Zu beiden Zeitpunkten hatte der Artikel noch die alte Überschrift. Also da hätte Tobias Huch hier sagen können: Okay, zu dieser Überschrift stehe ich nicht. Diese Conclusio meines Artikels, die man nach dem ersten Absatz, den ich euch ja gezeigt habe, durchaus ziehen kann, ist ja, kann man ja durchaus als vernünftige Zusammenfassung des ersten Absatzes werten. Mit der habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich distanziere mich davon. Nee, das hat er nicht gesagt. Ich habe euch hier gerade die Screenshots gezeigt. Tobias Huch hat das einfach weiterempfohlen, erschien mit dieser Überschrift, zumindest wenn man diesen Screenshots folgt, zumindest wenn man meine Analyse hier teilt, kein Problem gehabt zu haben. Kritischen Journalismus schätzt man beim BSW ohnehin nicht. Im Landesprogramm der Partei in Thüringen kann man lesen, was die Wagenknecht-Anhänger von der Presse erwarten. Wir wenden uns gegen die kriegsanheizende Rhetorik in der Bundesrepublik und in vielen Medien. Der Kriegslogik muss endlich die sachliche Argumentation des Interessensausgleiches entgegengestellt werden. Wir erwarten von den Leitmedien unseres Landes, auch den Leitmedien in Thüringen, eine ausgewogene Berichterstattung über alle Ursachen und Hintergründe des Ukraine-Krieges. Jemand wie Tobias Huch wird ganz sicher nicht für eine Berichterstattung zur Verfügung stehen, die sich ausgewogen nennt, aber nichts anderes als Kreml-Propaganda ist. Ja, transatlantische Projektion würde ich das nennen. Die Ruhrbarone, die sind so fanatisch transatlantisch, dass sie jedem, der nicht transatlantisch ist, sofort unterstellen, dass er eigentlich eine geheime Agenda im Interesse des Kremls verfolgen würde. Ja, völlig absurd. Das war der lächerliche Hetzartikel der Ruhrbarone, gibt es inhaltlich nicht viel zu sagen, ist vollkommen lächerlich. Also ähnlich wie die Bemerkungen anderer Leute, die sich hier pro Hoch geäußert hatten. Ich hatte ja letztens auch ein Video zu Einzig Hugo gemacht, der sich auch ziemlich dumm dazu geäußert hatte. Die Causa ist meines Erachtens nach ziemlich klar. Tobias Huch ist im Unrecht, Fabio De Masi und Halblinks-Twitter, die das genauso kritisch sahen wie De Masi, sind hier im Recht. Und ja, man kann nur hoffen, dass dieser Streit hier noch mehr Verbreitung findet. Man kann nur hoffen, dass noch mehr Leute Tobias Huch für das, was er da geschrieben hat, kritisieren und vor allem für seine Kritikunfähigkeit dann auch noch weiter kritisieren. Also mich hat er auf Twitter, nachdem ich gestern ein Kritikvideo zu ihm veröffentlicht hatte, übrigens geblockt. Also sehr viel Kritikbereitschaft ist bei Tobias Huch nicht zu erkennen. Dazu wird es auch noch ein weiteres Video von mir geben.